Swimmingpool, der Schwimmbad-Podcast. Da-da-da-da-da, Swimmingpool. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcast Swimmingpool mit Dietmar Rock und Markus Weber. Hallo Markus. Hallo Dietmar, ich grüße dich. Donnerstag ist Podcast-Tag. Absolut richtig. Und wir sind heute wieder bei euch. Und wir haben heute ein spezielles Thema, glaube ich, mit an Bord. Ja, speziell, weil wir heute so gar nicht über das Thema Pool reden. Doch, vielleicht schon. Aber wir reden heute über ein Thema, und zwar über die Branche. Unser Titel lautet heute Branchentalk mit Ute und Dieter. Na, genau. Jetzt weiß natürlich wieder niemand, wer ist denn Ute und Dieter? Wen haben es denn da jetzt an Bord? Die kommen nachher auch gleich dazu. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht wie oft, aber schon immer wieder mal den BSW, den Bundesverband Schwimmbad und Wellness, erwähnt. In verschiedensten Themen und natürlich auch mit verschiedenen Gästen, weil viele unserer Gäste begleiten uns beide auch ja in unserer Verbandsarbeit. Und da ist der Begriff BSW immer wieder mal gefallen. Richtig, und Verband ist natürlich für eine Branche, für unsere Branche, für die Poolbranche, ein wichtiger Faktor. Das heißt, man braucht ja auch ein Netzwerk, man braucht Informationen, man tauscht sich aus und. Und genau darum geht's. Dafür sind solche Verbände unter anderem dafür notwendig oder zuständig, damit eine Branche auch richtig gut funktioniert. Und dafür sind wir heute nach Köln gefahren und zum BSW, zum Bundesverband. Die haben ihre Geschäftsstelle genau in Köln. Und wollen mit Ute und Dieter mal insgesamt über die Branche reden und über den Verband natürlich inhaltlich. Ja, aber warum sollen wir uns jetzt dabei zuhören? Was interessiert jetzt den Endkunden oder den Interessierten, hoffentlich bald Traumpoolbesitzer, was denn der Verband tut? Ist das wichtig? Sollte man dranbleiben? Absolut. Man muss natürlich sagen, was macht so ein Verband? Was steckt hinter einem Verband? Was steckt hinter einer Branche, damit eine Branche funktioniert? Wir haben Normen, Regelwerke. Wir haben verschiedenste Veranstaltungen. Es gibt Preisverleihungen. Es gibt Kontakte mit dem Ausland, also ausländischen Verbänden. Es gibt Kontakte zu Instituten. Es ist so vielschichtig, was da passiert, und es ist ja auch so vielschichtig, wir haben unheimlich viele Technologien, die zusammengefügt werden müssen, damit ein Pool entsteht. Ja, und vor allem haben wir natürlich in der Branche verschiedene Wertschöpfungsstufen. Wir haben auf der einen Seite die Hersteller und Großhändler und natürlich auch mit im Boot immer der Fachhandel, der das dann vor Ort umsetzt. Und somit denke ich schon auch, ist es für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal spannend, hinter die Kulissen einer Branche zu hören in dem Fall und etwas besser zu begreifen, was denn eigentlich hinter dieser Branche steckt. Und wenn man denn sich seinen Traum vom Swimmingpool verwirklichen möchte, dann ist sicherlich auch nicht verkehrt, wenn man mal Kontakt mit so einem Verband aufnimmt und dort mal fragt, wer ist denn da Mitglied und an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich vielleicht auch ein Problem habe und welche Firmen sind denn in welchem Bereich bei Ihnen spezialisiert. Also da kann sich der Endkunde, der Poolbesitzer oder aber auch der zukünftige Poolbesitzer auch, glaube ich, ganz gute Informationen abholen. Und du hast mich gerade gefragt oder überhaupt mal in die Frage gestellt, warum ist das denn wichtig für unsere Hörer? Natürlich ist wichtig auch für unser Podcast, weil wir wollen aufklären. Das ist unser Ziel. Wir wollen aufklären und alle Themen natürlich berücksichtigen. Und die Branche, der Verband ist ein Teil und der Verband klärt entsprechend auf. Deshalb
ist die Frage ganz eindeutig zu beantworten. Ja, der Verband, der gehört dazu. Der gehört auch in unseren Podcast. Die Branche hat sich ja in den letzten Jahren so unheimlich verändert. Technologisch hatte ich schon angesprochen, auch der gesamte Ablauf, die Saison. Früher hat man noch von der Saison gesprochen. Eigentlich gibt es gar keine Saison mehr bei uns in unserer Welt. Ja, also nicht eigentlich. Es ist so, früher war es einfach zwischen Oktober und März, war Winterschlaf in der Branche. Und heute hat die Branche und auch der Fachhandel, die haben ja 12 Monate im Jahr Saison und durchgehend zu tun. Und somit hat sich natürlich auch die Arbeit im Verband geändert. Aber darüber, glaube ich, sollten wir ja mit den beiden Gästen sprechen. Deswegen haben wir uns ja 2 Insider eingeladen hier heute. Und ich denke, wir sollten die Ute Wanschura, die Geschäftsführerin des Bundesverbandes, und den Dieter Rangold, den ehemaligen Geschäftsführer, jetzt einfach mal mit in unser Gespräch holen. Genau, dann machen wir das so. Ja, herzlich willkommen, liebe Ute und lieber Dieter. Hallo zusammen. Hallo, ihr zwei. Ja, schön, dass wir euch für den Podcast gewinnen konnten, dass ihr euch Zeit genommen habt und uns in eurem Reich hier in Köln willkommen heißt. Ja, herzlich willkommen euch beiden. Schön, dass ihr da seid. Sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns ganz besonders, dass ihr sogar den Weg nach Köln gemacht habt. Ja. Ja, und wir haben heute, wir haben ja angekündigt, den Branchentalk mit euch vor. Und wir haben auch schon ein bisschen erklärt unseren Zuhörern, wo geht es denn hin? Und aber bevor wir reingehen in diese Verbandsthemen, Geschichten und so weiter, würde ich einfach mal sagen, stellt euch doch mal vor. Ja, Ladies first, würde ich sagen. Absolut. Ute, wie kommt man denn zum BSW, um Gottes Willen? Um Gottes Willen. Also so schlimm kann es nicht sein, weil ich bin ja auch schon jetzt im 13. Jahr da, also glaubt man gar nicht. Ich habe mit 15 angefangen und seitdem arbeite ich auch mit meinem Kollegen zusammen, mit Dieter Rangold, der heute ja auch hier ist und neben mir sitzt. Ich war vorher in unterschiedlichen Bereichen tätig, in Unternehmen, in der Politik, habe eine juristische Ausbildung, eine journalistische, habe auch mal eine Banklehre gemacht, also unterschiedliche Dinge, auch in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet. Und ich denke, das kann ich hier im Verband alles gut gebrauchen. Man muss vielseitig sein. Und durch einen Zufall 2008 habe ich einmal eine Anzeige gelesen in unserer lokalen Zeitung. Und da suchte man jemanden, der juristisch eine Vorbildung hat, der schreiben kann. Und ja, da hatte ich gerade einen Job als Redenschreiberin und auch so ein bisschen eben Schwerpunkt Recht, öffentliches Recht, Zivilrecht und dachte, Mensch, das passt doch eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mich beworben beim BSW, damals noch schriftlich. Man hat noch eine Mappe gemacht, die Zeiten. Das ist ganz schön. Ja, und dann vergingen 2-3 Tage und dann rief mich ein Geschäftsführer an. Das war der Herr Dieter Rangold und sagte, Mensch, können Sie nicht mal kurz vorbeikommen oder es war kurz vor Ostern oder müssen Sie morgen noch Eier färben? So, und da dachte ich, ach, das ist ja eigentlich ganz humorvoll da. kannst du mal hinfahren. Und dann haben wir uns auch relativ zügig irgendwie dann am nächsten oder übernächsten Tag getroffen. Und ich sag mal, die Chemie stimmte, die formalen Dinge passten. Und dann sind wir uns auch schnell einig geworden. Und seit 13 Jahren haben wir nun hier unsere gemeinsame Geschäftsstelle. 13 Jahre, unglaublich. Und du hast es vorhin erwähnt, du hast sogar einen Rettungsschwimmer. Ja, habe ich. Der Dietmar und ich, wir haben ja nur Seepferdchen. Moment, ich hatte es schon, du hast es jetzt auch. So, die aktuelle Geschäftsführerin des Bundesverbandes Schwimmbad und Sauna hat den Rettungsschwimmer Dietmar. Ja. Kannst du dich als Präsident mal ein bisschen anstrengen, finde ich. Das war damals auch ein Einstellungskriterium. Ich erinnere mich genau, weil ich habe selber auch nur Fahrtenschwimmer. Und damit der Verband nicht untergeht oder unter Wasser gerät, haben wir natürlich auch nach einem Menschen gesucht,
wie die Ute, die ein Rettungsschwimmerscheinchen hatte. So. Und das, liebe Ute, hat uns die letzten 13 Jahre sehr, sehr oft geholfen. Ja, ja, also sie hilft dem Verband, über Wasser zu bleiben, sozusagen. Ja. Ja. Schön, Ute. Ja, ja, und Dieter, du bist ja eigentlich der alte Hase im Team, aber auch ein alter Hase in der Branche. Das kann man so sagen. Also ich gehe noch ein bisschen weiter zurück als 13 Jahre, Ute. Ich habe 1983 beim Handelsverband Deutschland meinen ersten großen Job gehabt, war da in der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber interessanterweise auch zuständig mit dem Team in dieser Abteilung für den Themenbereich Neue Technologien. Damals fing gerade so Bildschirmtext an, ganz urige Zeiten, und auch für Messepolitik, weil der Handel natürlich auch in vielen großen internationalen Messen als Besucher aufschlägt. Man denkt in Köln nur an Anuga und so weiter. So, das war 1983, wie gesagt. 3 Jahre später klopft es bei mir, ich war kleiner Referent, steht der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland vor meiner Tür. Damals sprang man natürlich noch auf. Was kann ich für Sie tun? Da sagt er, Sie sind jetzt Geschäftsführer des BFST. Okay, was ist das? Ja, ich weiß auch selber nicht ganz genau, was das dahinter genau bedeutet. So, ja, was mit Schwimmbad. Da war so ein Vorstand bei mir, ein kleiner Verband, die suchten Unterschlupf und ob die sich bei uns andocken könnten und einen jungen Mann hätten, der sie ein bisschen betreut. Und da habe ich einfach mal an Sie gedacht. So, und damit sind Sie jetzt Geschäftsführer. Kommen Sie bitte morgen um 10 nochmal, damit wir das alle, die anderen Details dann noch klären. Jetzt war das ja eine Zeit, da konntest du nicht mal schnell googeln, was ist BFSD, was ist Bundesfachverband Schwimmbadtechnik und. Also habe ich gesagt, einmal drüber schlafen, viel falsch machen kannst du nicht, hört sich gesund an. Ich hatte meinen Fahrtenschwimmer schon. Also habe ich am nächsten Tag gesagt, jawohl, ich mache das. Habe 100 D-Mark mehr brutto auf mein Gehalt geschlagen. Ja, mein Gott. Und bin somit in die Branche hineingewachsen. Um das zu verkürzen, dann haben wir mehrere Jahre eigentlich den Verband ausgebaut, denn der bestand am Anfang nur aus 40 Schwimmerbaufachunternehmen. Dann haben wir Fördermitglieder aus der Industrie dazugeholt, aus dem Großhandel, wir haben Architekten und Planer dazugenommen. Und wir waren auf einmal in Augenhöhe mit dem Industrieverband, den es damals auch noch gab, dem Bundesverband Schwimmbad, Sauna und Wassertechnik. Und die habe ich so sehr geärgert, weil ich ja nur das Handwerk in Anführung vertreten habe, dass als dort mein Geschäftsführerkollege in Ruhestand ging, beide Vorstände gesagt haben, der soll jetzt mal die beiden Verbände schön zusammenführen. Und so kam es dann zur Gründung des Bundesverbandes Schwimmbad und Wellness im Dezember 2000. Ich war aber schon im Frühjahr 2000 auch zusätzlich Geschäftsführer des BSSW. Und der Prozess einer Neugründung des Verbandes war nicht unkompliziert, sodass ich sehr dankbar war, dass wir da 6-7 Monate arbeiten durften. Neue Satzung, neue Geschäftsordnung. Auch nicht Gründung durch Verschmelzung, sondern Gründung durch Neugründung, also durch einen neuen Namen, hat im Übrigen den ganz tollen Nebeneffekt. Alle Mitglieder in beiden Verbänden waren zwangsläufig durch diese Art der Verschmelzung weiterhin Mitglied. Man musste also nicht jeweils neue Mitgliedschaften begründen. Durch sind ein paar abgesprungen. So, und dann ging die Reise weiter, aber da kommen wir ja nachher noch zu. Ja, warst du sozusagen Geburtshelfer? Das kann man so sagen. Also eine Satzung gebären, das ist sicherlich ein richtiger Begriff. Vielleicht noch ganz interessant, ich bin dann vom Handelsverband Deutschland gewechselt zur Verlagsgruppe Handelsblatt. Das war 1990, weil ich da den Job des Chefredakteurs des Handelsjournals, ein Wirtschaftsmagazin, erscheinungsweise monatlich übernommen habe, was aber auch für die Einzelhandelsorganisation gedacht war, und durfte Gott sei Dank den BWST mitnehmen, weil die Branche war mir damals schon so ein bisschen ans Herz gewachsen. Die war lustig, die war froh, die konnte gut feiern, war aber auch hart im Arbeiten, wenn es darum ging, Merkblätter zu erstellen, in Messebeiraten Positionen zu vertreten. Und dann kam dann, wie gesagt, Ende 1999, Anfang 2000, die Anfrage, komm doch zu uns komplett. Und da habe ich gesagt, also eine Verschmelzung zu organisieren in einem Berufsleben, hat man vielleicht nur ein einziges Mal die Chance. Das hat mich gereizt und die Branche hat mich gereizt. Und ich kannte natürlich auch sehr, sehr viele dann aus der Industrie und aus dem Großhandel mittlerweile. Und ich glaube, zusammen mit Ute haben wir da in den letzten fast 12, 13 Jahren eine ganze Menge Positives bewirken können. Ja, ich meine, da können wir nur beipflichten. Also der Verband, die Branche hat sich wahnsinnig entwickelt in der Zeit.
Wie du auch gerade schon sagtest, das Thema Digitalisierung gab es damals noch nicht. Heute haben wir das mitten auf der Agenda. Viele Dinge haben sich geändert. Und Ute, du hast ja auch letztes Jahr die Geschäftsführung übernommen. Ja, ganz genau. Also wir haben letztes Jahr letztendlich unsere Jobs getauscht, wenn man das so salopp sagen darf. Der Dieter und ich, wir waren ein gutes Team und wir sind es nach wie vor. Und jetzt haben wir aber einfach gesagt, jetzt stehe ich halt mal vorne. Und nichtsdestotrotz, wir sind beide ansprechbar für unsere Mitglieder. Wir sind beide engagiert, interessiert dabei und ja, mit Leidenschaft bei der Sache. Ja, ihr habt den Verband für die Zukunft ausgerichtet. Kann man ganz klar sagen. Ja. Also ich sag's mal ganz offen, das kann man in dem hohen Alter als alter Hase ja auch tun. Das Schöne ist ja, wir haben einen Podcast. Genau. Und sind nicht verpflichtet, Bilder zu veröffentlichen. Genau. Aber liebe Zuhörer, wir werden natürlich auch Links wieder auf unsere Page stellen, auf unsere Homepage, auf www.swimmingpool-podcast.de und werden auch einige Links zum Verband und die uns vielleicht heute noch durch die Diskussion entstehen, werden wir diese Links natürlich auch auf die Homepage stellen, sodass alle so ein bisschen nachvollziehen können und verfolgen können, wer sitzt denn da oder wer saß denn da? Genau. Darf denn der alte Hase seinen Satz zu Ende aber führen? Natürlich. Ja. Ich meine, die Regieanweisung vom Präsidenten nehme ich natürlich selbstverständlich. Na, natürlich musst du. Natürlich müssen wir in Wörtern Bilder schaffen in den Köpfen eurer Zuhörer. Ich wollte nur sagen, die letzten 13, 14 Jahre mit Ute zusammen ist eine ganze Menge passiert. Und als alter Hase darf ich das jetzt sagen, die Ute Wanschura war für den Verband ein Glücksgriff. Denn wir haben nicht nur viele Dinge gemeinsam bearbeitet, sondern parallel hat Ute immer wieder neue Ideen entwickelt, an die ich jetzt nicht gedacht habe. Und das hat sich dann zusammen addiert zu einem ziemlich großen Leistungsspektrum. Und das ist nicht nur mein Verdienst, das ist nicht nur Teamleistung, das war auch individuelle Qualität im Verbandsmanagement von Ute Wanschura. Ja, also wir können dem ja nur zustimmen, weil wir kennen ja den Verband, also wir beide, der Dietmar und ich, ja auch aus den Gremien, aus den Arbeitskreisen, in denen wir mit dabei sind. Und da wissen wir ja, welches Arbeitspensum dann bei euch in der Geschäftsstelle liegt. Also wir treffen uns immer, diskutieren wild, haben schlaue Ideen und ihr müsst dann die Arbeit machen. Ja, und darum wissen wir ja über Jahre hinweg, wie engagiert ihr beide da zu Werke gegangen seid in all den Jahren. Aber lasst uns ein bisschen über die Branche reden. Wenn wir sagen BSW, Bundesverband, wie viele Mitglieder hat ein Bundesverband Schwimmbad und Wellness in Deutschland? Also wir sind rund 250 Mitglieder. Hauptteil, also knapp 200, sind Schwimmbadbaufachunternehmen und der Rest setzt sich zusammen aus Herstellern, also so wie ihr, beispielsweise die Firma Behnke oder die Firma Schmalenberger. Dann gibt es noch Großhändler, dann haben wir auch noch einige Architekten und noch ein paar, ja, ich will mal sagen Sondermitgliedschaften, beispielsweise Messegesellschaften, die auch mit dabei sind. Ah, okay. Mhm. Ja, der BSW ist ja auch ideeller Träger der Aquanale, der Leitmesse in Deutschland. Da, glaube ich, hat sich der BSW auch in all den Jahren mächtig engagiert und ins Zeug geworfen und da ist er auch eine tolle Veranstaltung entstanden, die alle 2 Jahre in Köln stattfindet. Nicht ohne Grund, nicht ganz zufällig in Köln wahrscheinlich. Ich meine, wir sind ja jetzt auch hier in Köln auf eurer Geschäftsstelle. Also es wird nicht unbedingt Zufall gewesen sein. Also natürlich kann man auf diese Idee kommen, nicht? Weil man hört mir, glaube ich, an, dass ich nicht aus Oberbayern komme, sondern eher Rheinländer und dann vielleicht sogar Kölner. Und da liegt die Vermutung nahe, dass man dann Köln als Standort auswählt für eine neue zu etablierende Fachmesse. Ihr werdet euch aber erinnern, ihr wart ja damals schon so gerade in den Präsidien und in den Gremien mit dabei. Wir haben mit mehreren Standorten gesprochen, als der BSW oder der Vorstand des BSW entschieden hat, eine neue Messe muss her, die mehr im Sinne der Branche agiert. Aber Ausschlag Köln oder ausschlaggebend für Köln war, wir konnten uns als kleine Branche mit einer kleinen, aber sehr feinen und hochqualitativ stehenden Fachmesse, internationalen Fachmesse, mit 2 anderen Messen zusammentun. Das heißt, sie waren alle 3 parallel, hatten aber größere Schnittmengen. Ja, das war einmal die Solaria, die es damals noch gab, und die FSB, die ja auch Sportstätten, aber auch Bädereinrichtungen hatte. Das war letztendlich der ausschlaggebende Grund für den Standort Köln,
was die Aquanade. Wie hoch glaubt ihr, sind die Chancen, dass die Messe dieses Jahr stattfinden kann? Weil es wäre ja Aquanale-Jahr. Ja, natürlich. Und es ist auch Aquanale-Jahr. Es ist Aquanale-Jahr. Also ich bin sehr zuversichtlich und optimistisch, dass wir am 26. Oktober uns auch wieder live treffen können. Natürlich, seriöserweise, heute kann das natürlich noch keiner mit 100%iger Gewissheit sagen. Nichtsdestotrotz, also Kölnmesse hat gemeinsam mit anderen Partnern auch ein absolut umfassendes Sicherheitskonzept entwickelt, wo ich glaube, also in jeder Messehalle ist es im Oktober sicherer, als wenn man in ein Krankenhaus geht. Also es gibt ein tolles Lüftungssystem, es gibt gewisse Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen. Selbst beim Anfahren, beim Auf- und Abbau gibt es Slots, die zugewiesen werden, damit man sich da nicht unbedingt begegnet. Also ich merke schon, wir gehen auf die Aquanale. Ja, ganz einfach. Absolut. Wir treffen uns im Oktober in Köln und Thema damit beantwortet. Genau, genau. Aquanale also, findet statt. Wir sind sowieso angemeldet. Wir freuen uns. Von daher. Genau. Und vielleicht noch ein Hinweis: Die Location für die Party ist gemietet. Auch wenn wir natürlich noch nicht wissen, ob eine stattfinden kann. Aber für den Fall das wird es nicht daran scheitern, dass wir keinen Raum haben. Super. Messe haben wir angesprochen. Messe ist ja immer etwas Internationales. Jedenfalls ist für uns das wichtig, dass Internationalität. Erstens für die Aussteller. Aber natürlich auch für die Kontakte, die der Verband pflegt. Wie muss man so unsere Branche im europäischen oder internationalen Umfeld einordnen, Ute? Also man kann sagen, im europäischen Ranking sozusagen sind wir Platz 3, was die Größe angeht. Also der größte Schwimmbadmarkt ist Frankreich. Danach kommt Spanien und ja, dann kommen auch schon wir. Es gibt natürlich auch noch viele andere Länder, in denen der Schwimmbadmarkt eine große Rolle spielt. Wir haben einen europäischen Verband organisiert, das ist die EUSA. Da sind Schwimmbadverbände sowie der BSW eben aus europäischen Ländern mit dabei. Wir vernetzen uns, wir tauschen uns aus, wir haben auch einige gemeinsame Leistungen, die wir erbringen für unsere Mitglieder. Italien ist beispielsweise dabei, auch kein unbedeutender Markt. Österreich ist dabei, die Schweiz ist dabei, Türkei auch ein ganz interessanter Markt. Schweden ist auch mit an Bord und Portugal, also alles auch Länder, wo das Thema privates Schwimmbad eine Rolle spielt. Ja, aber auch Tourismus natürlich, ja. Hotel, Hotels, genau, ist natürlich in den Ländern ein spannendes Thema. Schön, vielleicht. Wir wollen ja hier immer aufklären. Unsere Zuhörer sind Endkunden, sind Menschen, die ein Schwimmbad besitzen und sind natürlich auch manchmal Menschen, die zu Hause sitzen und sich auf den Sommer freuen und drüber nachdenken, Mensch, so ein Traumpool, das wäre doch mal was. Der liebe Uwe, den kennt ihr ja auch, hat mal hier gesagt, vom Pooltraum zum Traumpool, ja, das ist der Slogan, ja, das bringen wir immer wieder mal. Was ist denn für unsere Zuhörer, was wären denn Dinge, die der Verband tun kann hinsichtlich eines Endkunden? Ich meine, wir reden immer, wer ist Mitglied, sind Fachhändler, sind Hersteller aus der Branche. Was kann der Endkunde mit euch anfangen? Oder was könnt ihr für den Endkunden tun? Also im Endeffekt sind es zwei Dinge. Also zum einen, Verband unterstützt natürlich die gesamte Branche dahingehend, professioneller zu werden, sich zu vernetzen, auch zu gucken, was will der Kunde, wie verändern sich Marktbedingungen. Da spielt natürlich ein Verband eine große Rolle. Beispielsweise, wir sind in der Normungsarbeit engagiert. Das hört sich immer ganz, ganz langweilig an, ist es ja teilweise auch. Nichtsdestotrotz werden dort beispielsweise, ja, Normen erarbeitet, wo es darum geht, Sicherheit im Pool. Und das ist natürlich auch wesentlich für einen Privatkunden, dass da gewisse Dinge normiert sind. Dass beispielsweise Dinge wie Haaransaugung, dass das kein Thema mehr ist. Dass man nicht Angst haben muss, dass ein Kind irgendwo mit einem Finger in irgendeinem Spalt oder so hängen bleibt. Das sind wesentliche Dinge, wofür wir uns einsetzen und wo wir eben natürlich auch dafür sorgen, dass die Branche insgesamt professioneller wird. Das ist das eine.
Das andere ist natürlich, wenn ein Endkunde einfach sagt, Mensch, ich überlege, wie kann ich aus meinem Grundstück ein Schmuckstück machen. In der Regel, man geht auf Google, gibt ein privater Pool, vielleicht auch Verband, vielleicht auch Informationen oder so und zwangsläufig landet man da irgendwie auch bei uns. Wir haben jetzt keine Verbraucher-Hotline, wo man eine allgemeine Info bekommt, aber natürlich rufen viele Endkunden bei uns an. Wir geben schon mal so ein paar allgemeine Informationen, also beispielsweise, was gibt es überhaupt für Pools, auf was muss ich achten, was in welcher Größenordnung, was kostet eigentlich ein Pool, wo fängt man da an? Und natürlich geben wir auch, wir haben auf unserer Homepage bsw-web.de eine Umkreissuche der Fachhändler. Da kann ein Endkunde seine Postleitzahl, Ort eingeben und dann sieht er alle BSW-Fachbetriebe, die in einer Entfernung von 50 oder 100 Kilometer um ihn herum sind und kann dann dort ein Angebot sich einholen oder Kontakt dann direkt mit einem Fachhändler aufnehmen. Vielleicht darf ich das kurz ergänzen. Ja. Wir beide, Udo und ich, haben diese Dinge auch immer wieder optimiert, auch was die Umkreissuche angeht. Das läuft seit vielen Jahren mehr als stabil. Und wird auch extrem genutzt. Man muss immer sehen, wir sind eine kleine Branche, auch ein kleinerer, auch wenn sehr effizienter Verband. Aber wir haben gestern nochmal gemeinsam in unsere Statistik geguckt. Die Suchfunktion auf unserer Homepage ist die zweitmeistbesuchteste Seite über das ganze Jahr hinweg gesehen. Das heißt, in absoluten Zahlen zwischen 15.000 und 20.000 Besucher. Was machen die da? Die suchen einen Schwimmerbauexperten, den wir ja auch dort auflisten in dem Umkreis, den er eingibt, 50 Kilometer, 100 Kilometer, wie auch immer. Was noch hinzukommt, wir haben ja ein eigenes kleines Kundenmagazin, was jeder Interessent beim BSW-Fachbetrieb vor Ort bekommen kann. Es gibt auch einige hundert im Jahr, die bei uns anfordern, analog noch, die wollen ein Heft in der Hand haben, ganz interessant. Aber Pool hat auch eine Homepage. Und auch dort sind die Mitglieder nochmal komplett aufgeführt. Also ein BSW-Fachbetrieb findet sich im Internet mindestens zweimal. Alleine auf den Homepages, die mit einem Zusammenhang BSW existieren. Und auch dort haben wir die letzten 16 Ausgaben digital von Pool, wo es Pool-Stories gibt, wo es Schwimmertechnikberatung gibt. Und zwar mit Blick auf den Endkunden bereitgestellt. Und man kann die downloaden. Oder man kann sie sich als PDF ausdrucken nachher und dann doch in Ruhe lesen, wenn man es denn dann mag. So, Pool als Magazin im Internet hat im Jahr noch mehr Besucher als wir, nämlich 220.000. Und auch dort ist die bestbesuchteste Seite die, wo man nach Schwimmerbaufachbetrieben suchen kann und hat insgesamt 220.000 Besucher. Also jeder Endkunde auf seiner Customer Journey, irgendwann kommt er zu uns beiden oder letztendlich zum BSW, ohne dass er das bewusst wahrnimmt. Ich wollte es gerade sagen, da sich wahrscheinlich die Schwimmbadbau-Fachunternehmen nicht selbst suchen auf der Seite, muss man schon mal schwer davon ausgehen, dass das Suchende sind. Ja? Also wahrscheinlich Menschen, die auf der Suche sind nach einem Fachunternehmen. Beim Thema Fachunternehmen, aus eurer Sicht habt ihr das Gefühl, dass die Branche auch hier wächst an der Anzahl der Unternehmen? Wir diskutieren das ja hier in den Podcasts immer wieder mal, dass natürlich der Boom nach Schwimmbad, Wellness zu Hause die letzten Jahre durchweg gestiegen ist und anhält. Aber habe auch das Gefühl, dass die Anzahl der Fachunternehmen wächst? Ja, also das Gefühl haben wir auf jeden Fall. Es sind natürlich, also wir gehen immer so davon aus, wenn man sagt, ja, wie viele Schwimmbadbau-Fachunternehmen haben wir eigentlich? Also so zwischen 750 und 800 haben wir, die sich wirklich auf das Thema Schwimmbad konzentriert haben oder schwerpunktmäßig, die vielleicht auch noch andere Sachen dazu machen. Aber wir sehen beispielsweise, wir bieten einmal im Jahr ein Technikseminar im Rahmen unserer Akademie an, wo es in 3 Tagen einmal quer durch die gesamte Technik für privat genutzte Schwimmbäder geht. Und dieses Seminar ist eigentlich immer ausgebucht und teilweise auch überbucht. Wir haben selbst in diesem, also im vergangenen Jahr, 2-mal die Veranstaltung durchgeführt. Und es kommen auch immer mehr beispielsweise Garten- und Landschaftsbaubetriebe oder SHK, Sanitär-, Heiz- und Klimabetriebe,
die den Themenbereich Schwimmbad einfach noch entdecken und einfach sehen, okay, da ist noch Marktpotenzial da, das möchte ich gerne noch mitmachen, weil von den grundsätzlichen Dingen her kann ich das. Das Thema Ausbildung hast du gerade angesprochen. Oder vielleicht auch Information, Ausbildung ist vielleicht zu weit gegriffen. Das kann der Verband sicherlich nicht wirklich leisten. Oder wie siehst du das? Ja, also es gibt leider kein Berufsbild Schwimmbadbauer. Also es gibt keinen Lehrberuf. Also man kann nicht sagen, so, ich mache jetzt eine Ausbildung, 3 Jahre, duales System und werde dann Schwimmbadbauer. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder Bestrebungen, ein Berufsbild Schwimmbadbauer aufzusetzen, ist aber leider daran gescheitert, dass die Branche dann doch zu klein ist. Weil wenn man ein Berufsbild anbietet, muss man natürlich auch eine Schwungmasse von Betrieben haben, die bereit sind und das auch leisten können, dauerhaft eben junge Menschen auszubilden. Nichtsdestotrotz, wir können nicht in die Zukunft gucken. Es kann natürlich sein, dass die Branche so wächst, dass es irgendwann mal diese Bereitschaft oder auch diese Schwungmasse an Betrieben gibt, wo man sagen kann, Mensch, das lohnt sich, das Thema vielleicht nochmal anzugehen. Aber im Moment sehen wir das eher nicht. Aus diesen, vielleicht ergänzend, Ute, aus diesen Bemühungen mal ein Berufsbild zu schaffen, ist übrig geblieben ja genau unser Technikseminar. Das war so ein erster Baustein, den wir damals erarbeitet haben. Und es ist übrig geblieben und läuft immer noch ein Fernstudium gemeinsam mit dem TÜV, wo hinten raus der TÜV-geprüfte Schwimmbadbauer kommt. Natürlich sind auch hier die Fallzahlen nicht sehr hoch, also 20, manchmal 30 Absolventen pro Jahr. Aber immerhin, das existiert auch noch. Aber es macht auch wieder deutlich, wie klein die effektiven Fallzahlen sind. Und damit lässt sich im Moment zumindest kein Berufsbild schaffen. Wir beide hatten letzte Woche eine Videokonferenz mit unserem Kollegen in Australien, weil wir haben auch eine Weltgruppe der Schwimmbadindustrieverbände, USA, Mexiko, Argentinien, Australien und so weiter, hat der BSW eigentlich mit begründet auf einer Aquanale, weil das mit einer der internationalsten Messen ist weltweit. Und wir haben jetzt kommenden Donnerstag wieder ein Meeting und der australische Kollege hatte gerade eine weltweite Umfrage in unserer Branche gemacht. Wie ist der Stand in Argentinien, in Australien, in Deutschland, was das Thema Berufsbild angeht oder eben Fortbildung? Wir sind beide sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ute hat ihm nochmal sehr detailliert vermittelt, wie euren Hörern jetzt gerade auch, wie die Situation in Deutschland ist. Aber wir beide hoffen vielleicht auch wieder Input durch dieses Meeting jetzt am kommenden Donnerstag. Ja, ja. Der Verband hat ja auch noch ein kleines Label entwickelt, kann man vielleicht ja auch ergänzend noch hinzufügen, und zwar den Pool Plus Partner. Wofür steht dieses Label, Ute? Was steckt da dahinter? Ja, also Pool Plus ist nochmal eine Gemeinschaft quasi im BSW. Da gibt es gewisse Anforderungen, Qualitätskriterien. Also beispielsweise können nur Schwimmbadbauer mitmachen und dieses Label bekommen, die schon mindestens 3 Jahre Erfahrung am Markt haben, die regelmäßig beispielsweise zu BSW-Veranstaltungen kommen, die ein Qualitätsversprechen ihren Kunden geben. Also beispielsweise müssen gewisse Dinge gewährleistet sein. Es muss ein Kundendienst bereitgestellt werden. So Dinge wie Baustelle muss sauber hinterlassen werden. Es muss ein Kostenvoranschlag und so weiter und so fort. Also gewisse Seriositäts- und Qualitätskriterien, die ein Pool-Plus-Partner einfach erfüllen muss. Und er übergibt auch, in Kölle sagt man, eine Charta. Und Charta. Im Rest der Welt sagt man eine Charta. Das ist eine freiwillige Selbsterklärung. Sollten diese Dinge nicht eingehalten werden, die der Pool Plus Partner verspricht, also ein zusätzliches Qualitätsversprechen, dann kann sich der Endkunde auch an uns in der Geschäftsstelle wenden und wir versuchen dann vermittelnd eine Lösung zu finden. Mhm. Auch hier eine ganz kleine Ergänzung an die Hörer, gerade wenn sie Endkunden sind.
Wer noch ein bisschen mehr wissen will, wir haben eine eigene Rubrik auf der Homepage zu Pool Plus, dem Qualitätsmerkmal. Und da gibt es auch ein kleines Erklärvideo, ganz speziell für Endkunden, was mittlerweile, ich glaube, 18.000 Mal schon abgerufen worden ist in den letzten 2-3 Jahren. Also da kann man sich dann nochmal zusätzlich schlau machen. Mhm. Ja, und zusätzlich werden wir natürlich, wie immer, auf unserer Website im Anschluss nach der Sendung auf der www.swimmingpool-podcast.de den BSW verlinken und natürlich auch nochmal einen Hinweis auf die Pool Plus Partner setzen. Und da kann sich natürlich der Zuhörer auch nochmal weiter informieren. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Informationsmöglichkeiten, die der Endkunde nutzen kann. Mir fällt da ein Wellness-Guide, Energie-Guide, solche Dinge. Also der Verband hat auch Informationsdokumentationen entwickelt in den letzten Jahren für den Endkunden. Ja, das ist richtig. Also Dieter hatte gerade ja schon angesprochen, das Kundenmagazin Pool Plus. Entschuldigung, das Pool-Magazin, Pool Plus ist das Qualitätssiegel. Von lauter Pool Plus. Ist aber auch ein Plus für Endkunden, sagen wir es mal so. Genau. Das Pool-Magazin, das gibt es natürlich nicht nur digital, sondern auch richtig noch als eine Zeitschrift, als ein Printmedium. Unsere Fachhändler verteilen das entweder an die Kunden oder ein Kunde oder ein Interessent kann auch gerne bei uns auf der Homepage ein kostenloses Exemplar bestellen und sich schon mal so ein bisschen vertraut machen, einfach mit dem Thema Schwimmbad im Garten, was gibt es da überhaupt, was gibt es für Möglichkeiten. Und dann haben wir, Markus, du hast es schon angesprochen, noch ein paar andere Spezialinformationen auch entwickelt. Einmal zum Thema Wellness, dann aber auch zum Thema Energiesparen, weil das ist natürlich ein Thema, was ja eigentlich immer mehr Leute auch interessiert, die sagen, ja, ein Pool ist schön, aber ich will auch nicht so eine Energieschleuder. Dass das natürlich heute alles gar nicht mehr so ist, wie vielleicht das früher einmal war, ist auch klar, die Technik hat sich weiterentwickelt. Und wir haben einen sogenannten Energieguide konzipiert, wo erklärt wird, was man tun kann, welches Zubehör man nutzen kann, beispielsweise eine Schwimmbadabdeckung. Ja, das ist also der Energiesparer Nummer 1, kann bis zu 80% Energie einsparen, weil eine Abdeckung das Wasser einfach schön warm hält. Man spart dann Energie beim Wiederaufheizen. Also solche Dinge werden da erklärt, damit jeder auch weiß, worauf er achten kann und auf welches Zubehör er am besten setzt, wenn er möglichst nachhaltig seinen Pool betreiben möchte. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir hier gerade diskutieren. Ihr klärt nämlich auf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, so wie wir versuchen, natürlich auch ganz breit in die Branche, also in die Produkte auch reinzugehen mit unserem Podcast. Ihr klärt die Verbraucher oder Interessenten, Pool-Interessenten und auf und gebt ihnen so mal neutral eine Information. Und dieses Neutrale wird natürlich auch ein bisschen verbunden mit noch mehr Inhalt. Und zwar, da fällt mir sofort etwas ein, da fallen mir die Awards ein. Für die, also muss ich sagen, das ist vom Verband ein ganz, ganz wichtiges Medium, glaube ich, für den Verbraucher. Was die Informationsqualität angeht, was für Möglichkeiten eigentlich in dem ganzen Thema Traumpool steckt. Wie funktioniert das mit den Awards? Ja, also ist ein absolut wichtiges Thema. Und man sieht auch, dass wenn man mit Endkunden gesprochen hat und schon mal irgendwie, weiß ich nicht, über Beckenarten beispielsweise geredet hat und dann aber sagt, Mensch, ich gebe Ihnen einfach mal einen Link zu unserem Flickr-Fotoalbum. Da sehen Sie die Awards aus dem letzten Jahr. Dann geht letztendlich das Herz auf, weil man kann viel erzählen über Werkstoffe, über Zubehör, über Pool-Accessoires. Aber wenn man dann sieht, wow, so sieht es aus, ist das natürlich ganz toll, um Appetit auf das Thema Pool zu machen. Den Award, den wir vergeben, also das machen wir jedes Jahr, einreichen können sowohl BSW
Mitgliedsunternehmen als auch andere Schwimmbadbaufachunternehmen, Planer, Architekten. Die Ausschreibung geht europaweit. Das heißt, wir haben auch immer eigentlich einen schönen Anteil an auch ausländischen Gewinnern. Also es ist sehr international. Der Award wird in unterschiedlichen Kategorien vergeben, sodass man auch beispielsweise beim Freibad unterschiedliche Preisklassen hat, dass man eben sieht, okay, es geht nicht nur ab 100.000 aufwärts, sondern auch darunter. Wir haben also drei Kategorien im Bereich Freibad, dann haben wir Hallenbad, Hotelbad und noch Whirlpool. Und dann haben wir auch eine Kategorie, die gibt es noch nicht so lange. Das ist der sogenannte Vorher-Nachher. Da geht es um Poolsanierung. Auch ein Thema, was eigentlich immer stärker wird, weil Generation Erben, mal so als Stichwort, die haben vielleicht ein schönes Haus geerbt, wo unten noch irgendwie so ein paar Kacheln sind, was mal früher ein Schwimmbad war, die jetzt aber gar nicht wissen, kann man da noch was draus machen oder nicht. Und hier kann man sich auch natürlich einfach tolle Anregungen holen. Ja, ich glaube, genau das ist das Stichwort. Ich finde es auch super mit den drei Kategorien, weil wie du es richtig gesagt hast, natürlich sieht man auf den Hochglanzmagazinen immer die super High-End-Anlagen. Logisch, wenn man ein Automagazin sich anschaut, ist auch immer ein Ferrari vorne drauf und kein Mini-Kleinwagen, der uralt ist, logisch. Aber die Branche lebt natürlich auch von ich sag mal, dem klassischen Mittelklasse-Schwimmbecken, ja, und auch natürlich von den einfachen Systemen. Und da finde ich schön, dass der Verbraucher sich schon informieren kann, Mensch, was kann ich denn in welcher Kategorie gestalterisch mit meinem Garten so anstellen. Und da lohnt es sich sicherlich. Und auch dieses Thema Sanierung wird ein immer größeres Thema. Wir reden immer davon, wie viele Tausende von Pools jedes Jahr gebaut werden. Ja, ist richtig. Kommen immer neue dazu. Aber wir haben natürlich auch jedes Jahr Pools, die wieder ein Jahr älter sind. Und die kommen in die Jahre. Und da besteht sicherlich ein riesen Bedarf an Sanierung. Und auch da kann man ja heute super tolle Sachen machen und gibt ja auch neue Systeme. Wir hatten ja über eins gesprochen mit unserem Freund aus Luxemburg, der ein ganz spannendes System da erklärt hat im Sanierungsbereich. Also da ist sicherlich ganz, ganz viel möglich. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, Markus, wenn du gestattest. Mhm. Auch beim Award haben wir sogar, das sind ja eure Zuhörer, den Endkunden mit in die Jury geholt. Das heißt, das war eine Anregung auch von euch beiden und euren Kollegen im PR-Marketing-Ausschuss des Verbandes, auch den näher ranzuholen, damit nicht nur Top-Designer, Top-Architekten und Planer ihre Voten abgeben können, sondern auch derjenige, der sich später so ein Becken bauen lässt oder eins aussucht, dass es so gebaut werden soll. Und ich muss sagen, das war eine wunderbare Entscheidung von euch im Ehrenamt für Ute und mich. Erst haben wir so ein bisschen gestaunt, aber wie machen wir das jetzt? Aber wenn man dann so ein bisschen mal recherchiert, da haben wir ein paar Großeltern dazu geholt, die Enkel haben, die einen Garten haben, die einen kleinen Pool haben, einen größeren Plan. Wir haben Eltern dazu geholt und das sind wirklich befruchtende Elemente in unserer Jury, bestätigen aber auch das, was die Industrie oder unsere Branche in den letzten Jahren oder in den vergangenen Jahren an neuen Formen, an neuen Werkstoffen, an neuen Planungen rund um den Pool entwickelt hat, bei den Verbrauchern ankommen. Das heißt, also eine Rückkopplung direkt zum Endkunden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist bei uns im Verband sogar in der Jury gewährleistet. Schön. Dann können wir ja zum Schluss auch noch mal ein klein wenig vielleicht in die Zukunft schauen. Was glaubt ihr, wie wird sich die Branche weiterentwickeln? Dieses Jahr, glaube ich, schaut ja sowieso schon sehr euphorisch aus, aber was denkt ihr, wie entwickelt sich die Schwimmbad- und Wellnessbranche weiter? Also ich glaube, letztes Jahr haben wir doch ein großes Hoch erlebt, definitiv. In manchen Teilen kann man vielleicht sogar auch von einem Boom sprechen, wenn man das ganz vorsichtig sagt. Ich glaube auch, dass es dieses Jahr noch mal so weitergeht. Wir haben mit vielen Schwimmbadbaufachunternehmen gesprochen. Die sind schon gut ausgelastet für dieses Jahr. Ich meine, Anfang des Jahres, das ist schon außergewöhnlich. Und ich glaube, auch in diesem Jahr wird uns das Thema Reisebeschränkungen,
Homeoffice und so weiter einfach noch beschäftigen. Das heißt, dass viele Leute auch einfach sagen, Mensch, im Sommer will ich jetzt aber auch nicht einfach nur im Garten sitzen, sondern wäre schon schön, wenn ich eine kleine Wasserquelle hätte. Ich glaube, das Thema wird im Moment auch noch mal so einen Schub kriegen durch die aktuelle Situation. Nichtsdestotrotz, auch die letzten Jahre haben uns natürlich Rückenwind verliehen. Ja? Also Thema Niedrigzinsphase, Turbulenzen an der Börse, Immobilienboom. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele Leute ins eigene Heim investieren. Aber dann auch dieses Thema Gesundheit. Die Leute wollen was für sich tun, Sport treiben, zu Hause sich entspannen und so weiter. Dann nochmal dieser gesamte Trend Cocooning, Homing, den wir ja eigentlich schon seit der Finanzkrise sehen, es sich zu Hause schön machen. Das ist sicherlich auch ein Thema, was bei uns in der Branche absolut gut ankommt. Und das sind Themen, die wir mit unseren Produkten natürlich super bedienen können. Ja, Ute, Dieter, was sind für euch die oder das wichtigste Projekt in der Zukunft oder näheren Zukunft? Also ich habe eigentlich drei Anliegen oder drei Themen, die mir absolut wichtig sind im Verband. Das erste ist das Thema, die Aktivität im Verband, die ja schon da ist. Also es gibt ja ein unheimliches Engagement im Verband. Das würde ich gerne noch ein wenig ausbauen. Ich würde gerne mehr Mitglieder auch einladen, mitzumachen, mitzugestalten. Ganz egal, ob sie ein Amt haben, ob sie in einem Gremium sind, ob sie Mitglied unseres technischen Beirats, unseres PR- und Marketingausschusses sind. Der Verband, das ist nicht die Geschäftsstelle, sondern der Verband, das sind alle Mitglieder. Und jeder, der eine gute Idee hat, der sich einbringen will, der mitarbeiten will, ist herzlich willkommen. Und ich fände das toll, wenn diese Aktivität noch ein bisschen ausgeweitet wird und diese kleine Branche, die schon so viel macht, vielleicht auf diesem Weg auch noch weitergeht. Das ist das Erste. Das Zweite, ich denke mal, das Thema Professionalität können wir noch weiter stärken, ausbauen. Wir haben schon einige Ideen. Wir würden beispielsweise gerne auch neue Formate aufnehmen. Die sogenannten ERFA-Gruppen nochmal, das ist ein Erfahrungsaustausch betriebswirtschaftlicher Natur für Schwimmbadbaufachunternehmen, nochmal neu ausrichten und nochmal neu beleben. Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und so weiter, auch hier uns noch einfach noch breiter aufstellen, noch mehr Input, noch mehr Wissen an unsere Mitglieder vermitteln. Und das Dritte, was mir am Herzen liegt, dieses Netzwerk, was wir innerhalb der Branche haben, das würde ich gerne auch noch weiter beleben, ausbauen, dass wir wieder Dialogplattformen auch wirklich face-to-face anbieten können, weil es macht sich ganz anders Geschäfte mit Leuten, mit denen man schon mal auch ein Glas Wein zusammen getrunken hat. Und ich glaube, das kann unserer Branche nur gut tun. Auch hier wieder eine ganz kleine Ergänzung vom alten Hasen, der immer noch hier sitzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau die drei Punkte, die Ute genannt hat, sehe ich genauso. Wir haben es ja oft miteinander auch da abgestimmt. Ich würde Ihnen nur mal einen kleinen ergänzen. Das ist das, dass wir unseren Blick weiterhin kontrolliert und systematisch auf Brüssel richten. Auch wenn, wie Ute richtig sagt, wir eine kleine Branche sind, das, was an Direktiven, an Verordnungen aus Brüssel kommt, ist teilweise auch auf unsere Branche zielgerichtet. Ökodesign-Richtlinie, muss nicht länger auch gerade mit Pumpenherstellern über so ein Thema sprechen, gerade auch wieder aus der Normung ist etwas gekommen. Und darum haben wir über unseren europäischen Verband ja vor 2 Jahren eine kleine Agentur beauftragt, die in Brüssel wöchentlich ein Monitoring macht. Das ist das eine. Das heißt, wir bekommen in der Geschäftsstelle alle Woche oder jede Woche, meist freitags, 5, 6, 7, 8 Seiten in englischer Sprache,
wo nach Stichworten Ergebnisse zusammengestellt worden sind, die unsere Branche, was neue Initiativen in Brüssel angeht, Betroffenheit erzeugen könnten. Dann muss man die lesen, muss die Quellen nachrecherchieren. Und wenn man dann feststellt, Gott sei Dank betrifft uns nicht, ist das auch ein Erfolg. Weil wir sind leider in den vergangenen Jahren ein paar Mal überrollt worden, einfach weil wir dieses Monitoring noch nicht hatten. Stichwort Biozidverordnung, wo die Branche teilweise sehr massiv betroffen worden ist, was eine Menge Geld gekostet hat, das aufzuarbeiten. Das hätte man möglicherweise ja, etwas weicher gestalten können, wenn man rechtzeitig davon gewusst hätte. Auch das ist für einen Verband wichtig, hier für euch als Mitglieder zu arbeiten. Wir haben gerade im Vorgespräch nochmal über eine kleine neue Initiative gesprochen zum Thema Wasserpumpen, aber festgestellt, das betrifft erstmal unsere Branche nicht. In dem Dialog müssen wir auch bleiben. Ja, ich glaube, das nutzt der ganzen Branche und der Normdschungel, ja, in dem man sich da zurechtfinden muss, der wird ja immer größer und darum ist es sicherlich eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, da immer ein Auge und ein Ohr dran zu haben, was uns denn da aus Brüssel wieder Neues widerfährt. Wobei man unterscheiden muss, Brüssel ist einmal das politische Haus, also die Kommission, aus der ja die Initiativen kommen, mit und ohne Zustimmung des Parlaments oder Veränderung. Das andere ist die Normung und da möchte ich nochmal ganz klarstellen. Also Deutschland ist da nicht der Treiber, sondern solche Normen, auch gerade wie die jetzt zum Thema Energieeffizienz auf europäischer Ebene, ja, fertig geworden ist und jetzt in der Abstimmung ist mit 27 Ländern, war eine Initiative der Kollegen aus Frankreich. Wir haben da natürlich mitgemacht, um auch Dinge klarzustellen, Dinge zu entzerren. Das heißt, wenn wir unseren Normungsprozess mit unseren Fachexperten, aber auch mit Ute und mit mir beteiligen, dann ist unsere Prämisse immer, verhindern können wir es ja dann nicht mehr, aber kann man es so entschärfen, dass es noch praktikabel für die Branche ist, für die Industrie, dass sie weiterhin kostendeckend produzieren kann, für den Schwimmbadbauer, dass er mit attraktiven, guten, seriösen Preisen etwas anbieten kann und für den Kunden, dass er sich auch das erfüllen kann als Traumpool, was er wirklich geträumt hat und nicht durch eine Norm auf einmal verändert werden muss. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man merkt schon, wir könnten, glaube ich, noch 2 Stunden über die Branche reden oder noch 3 Stunden oder noch 4 Stunden. Aber wir kommen langsam zum Ende unserer heutigen Sendung und man hat, glaube ich, gemerkt, dass hinter so einem Verband ganz, ganz viel steht, auch 2 Menschen, die den Verband leben für die Branche, aber natürlich auch unglaublich viele Aufgaben, unglaublich viele Themen, die uns als Branchenteilnehmer natürlich brennend interessieren, aber natürlich auch die Menschen betrifft, die sich dann schlussendlich ein wunderschönes Schwimmbad bauen. Wir brauchen die Rahmenbedingungen, das ist ganz klar. Die gehören dazu und dafür brauchen wir auch den Verband. Und wir brauchen Mitgliedsunternehmen, die im Verband sich engagieren, haben wir gehört. Ausbaubar, haben wir auch gehört. Nein, das gesamte Spektrum, das wir heute angesprochen haben, das ist das, was unsere Branche ausmacht. Und das ist das, was auch diesen Pool zum Traumpool macht. Ja. Und da kommen wir zu unserer kleinen Rubrik, Markus, die wir ja immer noch ganz am Schluss hinten dranhängen. Was haben Dietmar und Markus heute gelernt? Ja, Dietmar, ich habe gelernt, dass es in der Branche wirklich einen Dieter gibt, der auch so heißt. Ja. Und ich sage jetzt auch nicht mehr Dieter zu dir. Ich bleibe jetzt wieder beim Dietmar. Ja. So. Und naja, über den Verband konnten wir jetzt nichts lernen, aber, weil den kennen wir ja auch. Aber eins habe ich schon gelernt. Man sollte sich vielleicht mal auf dieser bsw-web.de Seite umschauen. Man sollte mal gucken, was die da alles an Informationen für den Endkunden, für unsere Zuhörer bereitgestellt haben. Ich glaube, diese Fachhändlersuche ist ein ganz spannendes Tool, weil viele, das wissen wir, viele Endverbraucher suchen Kontakt zum Fachhändler. Manche wissen gar nicht, Mensch, wo finde ich denn einen Menschen, genau, der mir so ein Schwimmbad bauen kann? Dort kann ich ihn finden, noch dazu mit einer Umkreissuche in meinem Gebiet. Das, denke ich, haben wir heute alle dazugelernt und wir haben gelernt, dass wir in einer super tollen Branche arbeiten dürfen. Das stimmt. Absolut. Ja,
dann bleibt uns eigentlich nur noch ganz zum Schluss euch vielen, vielen lieben Dank zu sagen, euch beiden. Danke, dass wir heute bei euch sein durften. Und danke, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit uns in unserem Podcast dabei zu sein, uns zu unterstützen. Vielen Dank für die tollen Informationen, die ihr uns und unseren Hörern mitgegeben habt. Sehr gerne. Und dass ihr auch uns helft, das Thema Wir klären auf weiter nach vorne zu bringen. Ja, wir bedanken uns auch, oder ich, ihr sehr mal, jeder für sich, hat Spaß gemacht. Und in so einer netten Atmosphäre habe ich lange nicht mehr mit einem Mitglied des Präsidiums, lieber Markus, und mit unserem Präsidenten geplaudert. Ja, ich kann mich nur anschließen. Vielen Dank, war uns eine Ehre, dass ihr hier wart. Und wir freuen uns schon über viele neue weitere Podcast-Folgen. Klasse, dann können wir jetzt auf den Kölsch gehen, oder? Ja, Köln. Ja, natürlich. Ja, können wir auf den Kölsch gehen. Auf jeden Fall. So, zwei. Ja, zwei. Jeder zwei, die sind ja so klein. Aber leider nicht im Brauhaus. Nein, leider nicht im Brauhaus, aber das kommt auch bald wieder. Genau. Ich darf unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben, wenn ihr auch zu dieser Folge Fragen habt, Anregungen habt oder noch Dinge wissen wollt, könnt ihr natürlich jederzeit an die Redaktion @swimmingpool-podcast eine E-Mail schreiben. Und wir werden die dann hoffentlich auch so schnell wie möglich beantworten. Und ich habe es vorhin schon erwähnt. Sonst macht der Dieter das. Sonst macht der Dieter das, genau. Und natürlich könnt ihr, wie vorhin schon erwähnt, auf der swimmingpool-podcast.de zu dieser Sendung und zu allen anderen auch nochmal Hintergrundinformationen euch abholen. So, Dietmar, ich glaube, das war's für heute. Ja. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Mir auch. Prima, es bleibt ja auch nichts anderes übrig. Und somit würden wir uns jetzt herzlich verabschieden und sagen Bye-bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Bye-bye. Auch diese Folge vom Podcast Swimmingpool wird unterstützt von unseren beiden Medienpartnern, dem Fachschriftenverlag mit der Zeitschrift Schwimmbad und Sauna und dem BT-Verlag mit dem Magazin Haus und Wellness. Vielen Dank für diese Unterstützung.